So, meine Damen und Herren, dann machen wir auch weiter. Oh. Junge, wieso hat die nur so eine kurze Reichweite? Au. Ey, das finde ich gräulich, dass sie am Ende nur noch blocken. Du sprichst, wenn du besser zuhören solltest. Mal wieder zum Leben. Moment mal, Shiva. Du willst Kitanas böse Mama erwecken? Aus welchen Gründen auch immer. Das sieht nicht gut aus für dich. Fight! Du kannst, kann ich auch, Kollege. Versagen heißt sterben. Pass auf, was du sagst, Außenweltler. Beeilen wir uns. Was in Argus Namen geht da draußen vor? Shang Tsung, ich wusste, ich habe dich aus dem Kolosseum wegschleichen sehen. Scharfsichtig, wie immer. Wir haben nicht vor zu kämpfen, Jade. Das ist Sindels Wiedergängerin. Wir können sie wiederbeleben, um im Kampf gegen Kronika zu helfen.
Bitte, Jade. Wir müssen hinein. Ihr müsst mich erst überzeugen. Und selbst wenn. Die Seelenkammer ist besetzt. Kotel heilt darin seine gebrochene Wirbelsäule. Stören wir ihn, bleiben seine Verletzungen für immer. Wir stören ihn nicht, versprochen. Das sind leere Versprechungen, Zauberer. Wir werden Kotel nicht schaden. Als meine Verbündete solltest du mir trauen. So viel zu edinianischer Treue. Fight! Oh, das wollte ich gerade machen. Guck mal hoch hier. Oh. Okay, 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 okay. Dich erholen. Der Sarg aus Beton oder was? Warten wir oder wecken wir ihn? Kotal. Shiva? Was ist? Wo ist Jade? Und was macht er hier? Später, Kotal. Jetzt müssen wir... An die Gefangenschaft in deinen Fleischgruben erinnere ich mich nur zu gut. Deine Heilung braucht mehr Zeit. Ich bin stark genug, um ihn zu töten. Jetzt ist er unser Verbündeter. Seine Zauberei kann Sindel erwecken. Nekromantie ist verboten. Ihr seid ja völlig von Sinnen. Deswegen gibt's auch eine Hella von Sinnen. Ich halte Kotal auf.
wagst es, mein Recht zu behindern? Wenn du deine vier Arme behalten willst, geh beiseite. Fight. Oh. Entschuldigung. Ach ne, alle. So. Bring die Tasten auch durcheinander. Ich unterwerfe mich Kitana Khans Recht, nicht deinem. Der Vorteil von vier Armen und Händen, was? Königin Shiva. Kitana Khan, ich... Halt den Mund. Jade hat mir alles erzählt. Aus den Händen dieses Zauberers kommt nichts Gutes. Er wird deine Mutter erwecken, Kitana Khan. Seit 1000 Jahren träume ich davon, sie wiederzusehen. Aber ihre Seele soll nicht von Shang Tsung verdorben werden. Diese Perversion endet jetzt. Schnell du deinen Eid gebrochen hast, Shiva. Ich bin auf ewig deiner Mutter verpflichtet. Ich muss sie ehren. Fight. Oh. Oh. Vergib mir, Kitana Khan. Oh.
Guck mal, Barbie ist erwacht. Willkommen zurück, Majestät. Freut mich ebenfalls, euch zu sehen. Bin ich am Leben? Ist das real? Das ist es, Lady Sindel. Ein Wunder, das nicht möglich gewesen wäre, ohne die loyalste deiner Dienerinnen. Shiva? Imperatorin, auch wenn ich dir heute geholfen habe, so habe ich doch viel zu oft versagt. Ich bin unwürdig. Oh, Unsinn. Heute machst du mir das größte Geschenk. Eine zweite Chance. Deine Pflicht ist getan. Ich stehe nun in deiner Schuld. Danke, Imperatorin. Wo ist meine Tochter? Oh, Kitana. Ich bin es, Kitana. Deine Mutter. Ich will mich freuen, aber ich fühle nur... Ich war noch ein Kind, als du... Wie konntest du dich umbringen? Warum hast du mich verlassen? Ich tat nichts davon, Kitana. Als ich Shao Kahn heiraten musste, geriet ich mit Quan Chi in Konflikt. Er warf mir vor, Shao Kahn abzulenken. Dann tötete mich diese Missgeburt und gab es als Selbstmord aus. Wie ich immer vermutet hatte. Aber all die Zeit war alles, was man über dich sagte, gelogen? Was soll ich glauben? Glaube, dass ich deinen Vater Jared geliebt habe. Und auch dich liebe. Oh, Mutter. Dieses Wiedersehen ist ein Segen. Aber uns bleibt keine Zeit zum Feiern. Wir müssen sofort auf Sheng Tsungs Insel und unsere Mission beenden. Ich würde mit euch kommen und mit euch kämpfen, aber... Die Außenwelt braucht ihren Khan. Ich weiß. Verlass dich darauf, Kitana. Ich komme wieder. Ah, ich bin zerhört. So richtig hart. Sindel wurde wiederbelebt. Shang Tsung würde so eine enorme Anstrengung nur unternehmen, wenn ihre Hilfe einen großen Vorteil verspricht. Sie ist nur eine Sterbliche. Und einer der wenigen, die dich verletzen können. Ich fürchte keinen Schmerz. Sie sind auf Shang Tsungs Insel. Deine Krone. Shang Tsung weiß es. Dann genug der Vorbereitungen. Begib dich jetzt zur Insel. Wir können ihre Herzen nicht gewinnen, versuche es nicht. Lass deine Gutmütigkeit nicht die Oberhand gewinnen. Ich verstehe, Mutter. Also wie gesagt, das Addon hat nur 5 Kapitel, starten bei 13, 14, jetzt sind wir im dritten Kapitel 15 und dann kommt noch Kapitel 6, 16 und 17. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich sage, wir sind jetzt im dritten Kapitel von 5, aber ihr seht jetzt, wie da jetzt Kapitel 15, weil es fortlaufend ist mit 13, 14, 15, 16 und 17. Sie konnten nicht weiter. Ihre Hingabe rührt mich sehr. Und da fällt es auch raus. Lecker. Heute gibt's auch ich Apfelsuppe. Ich zweifle an ihrem Verstand. Hat denn keiner von euch Mitgefühl? Nö. Glaube nicht. Nicht für Narren, die ihr folgen. Folgen wir ihm nicht auch gerade? Zumindest folgen wir nicht diesem Narren Raiden. Dann wären wir längst tot. Du
magst rennen wie der Wind, Kabal, aber ich beherrsche ihn. Ein besserer Plan hätte nicht geschadet. Es geht noch weiter. Nicht einmal sie kann euch helfen. Ja. Einfach mal so mit der Armbrust im Kopf schießen. Warum nicht? Zu langsam. Ich habe mehr erwartet, Fujin. Freund. Au. Junge! Okay. Erfülle ich jetzt deine Erwartungen? Nein. Tust du nicht. Cetrion muss auf dem Weg sein. Sindel und ich beschäftigen sie. Ihr beiden holt die Krone. Sag mir, Zauberer. Wann wirst du uns betrügen? Dein Misstrauen amüsiert mich. Wenn es geschieht, sind wir bereit. Zeig doch einfach den Mittelfinger, Junge. Tu mir einen Gefallen, Fujin, und halte dich da ernsthaft zurück. Du auch, Zauberer. Der Zigarrenraucher. Passend, dass wir uns hier wiedersehen. Wo du mich eingesperrt hast, mich fast totgeschlagen hast. Verdammt, dafür werde ich mich revanchieren. Du bist so gütig. Und du bist so nett. Schöne Zigarre, kann man rauchen.
11. Da der Alte aber relativ alt ist, kann er noch gut kämpfen. Na, so einfach ist das nicht. Ein neuer Trick, Bihan? Sehr nett. Aber unzureichend. Im Tempel habe ich dich besiegt, Fushin. Am Chroniker bin ich jetzt noch stärker. Du hast den Kampf nicht gewonnen. Du bist weggelaufen. Fight. Oh, ich weiß, der war ein bisschen lame. Chancen. Okay. Okay. Da musste mal sein. Dieses Mal hättest du auch flüchten sollen. Nächstes Mal wird's besser. Nicht trauen, Jackson. Bihan, Kano, Shao Kahn, sieh dir ihre Schurkentruppe doch mal an. Das steht dir nicht zu, Fujin. Nicht, wenn du dich mit Shang Tsung einlässt. Fight. Was sagst du? Bitte schön, das ist Stehkopf. Einmal kriegst du einmal hin. Zweimal. Sag ich doch. Nein. Du bist keine Herausforderung.
Chronika wird deine Wunden nicht heilen, Jackson. Mach mal deinen nächsten Aufnahme auf Sturm. Du kennst mein Leid. Meine Blase drückt. Chronika kann das alles vielleicht verändern. Nicht nur für mich. Auch für Jackie. Und Vera. Scheiße. Du bist ein Gott. Du kannst nicht verstehen, wie sich das anfühlt. Weißt du, ich hatte nur einmal Streit mit Raiden, als ich den Himmelstempel verließ, um bei den Menschen zu leben. Gewöhne dich nicht an sie, Fujin. Gefühle werden dich nur an der Ausübung deiner Pflicht hindern. Aber Krieger wie du und ich werden durch Gefühle stärker. Wir kämpfen nicht, um Feinde zu töten. Wir kämpfen, um unsere Lieben zu schützen. Der Zauberer klaut euch jetzt die Krone. Wenn wir scheitern. War, glaube ich, so. Tja, unglaublich. Vielleicht verstehst du es doch. Chronika kennt deinen Schmerz. Sie manipuliert dich damit. Jacqueline ist auf dem Weg hierher. Chronika will, dass du mit ihr kämpfst. Schlimmer. Ihr Herz bricht. Verhält sich so jemand, dem du oder deine Familie irgendetwas bedeuten? Also gut liegen tut sie schon mal. Junge, jeder andere hätte jetzt eine Gehirnerschütterung. Beuge dich, Chronikas Willen. Zum Gazilla, Ossisiano, Omakeiayo. Kannst du kämpfen? Ich tue, was ich kann. Chronika versprach die Zukunft. Aber ihr werdet kein. Ach, können wir jetzt zwei einspielen oder was? Oh, das hattet ihr auch mal im Kopf. Fight. Genau. Mit dem rechten Analogstick können wir den anderen reinholen, wenn wir es benötigen. Oh, au, au, ah! Oha! Weil die zieht aber auch sehr viel ab. Mehr als ab als hier. Nein. Junge. Nicht gleich so. Dreimal musste ich ihn das rufen. Du solltest dich besser um dein Schicksal sorgen, Cetrian. Oh,
Nun, Shang Tsung, deine Strategie war wohl doch richtig. Natürlich war sie das. Bis jetzt. Oh, mit den Händen, Shang Tsung. Du auch, Sindel, wenn sich auch nur ein Haar regt. Beruhige dich, Mädchen. Dad? Wie kommst du hierher? Wir alle kämpfen zusammen gegen Kronika. Ja, und jetzt bringen wir das zu Raiden. Ich dachte, Alter hat die Krone schon genommen, der Zauberer. Ist das eine Krone? Kronikas Krone. Ohne sie wird sie die Geschichte nicht neu starten können. Oh, Zeit für gute Neuigkeiten. Jetzt, wo wir sie haben, ist alles neu und unbekannt. Wir haben diese Zeitlinie nun verändert. Richtig. Niemand kann sagen, was geschehen wird, nicht? Einmal ich. Ich muss zurück zur Außenwelt und Kitana Khan helfen. Danke für die Unterstützung. Wir treffen uns in 6 Stunden an der Blutsee. Bis zu unserem nächsten Kampf. Zauberer. Ich folge der Briggs-Familie und informiere die Spezialeinheiten. Möge der große Geist dich beschützen. Und dich erst recht, Fujin, wenn Raiden dich mit Shang Tsung zusammensieht. Dieses Scheitern ist allein meine Schuld. Nein. Ich habe Shang Tsungs Brillanz unterschätzt. Der Lehre zu entkommen. Aus der Zukunft zurückzukehren. Ich begegne ihm erneut, Mutter. Dieses Mal werde ich siegen. Ich muss gehen. Dieser Shang Tsung ist im Besitz der Krone. Das macht ihn viel zu gefährlich. Und ich bezweifle, dass seine neuen Verbündeten diese Gefahr überhaupt erkennen. Sind deine Shaolin-Meister bereit? Sie werden bis zum letzten Mann kämpfen. Ja, das wird wohl nötig sein. Wenn Karon uns nicht hilft, wird es zu keinem Kampf kommen. Gibt es Neuigkeiten von Großmeister Hasashi? Nein. Wenn wir nicht bald von ihm hören, kehre ich zurück ins Unterreich. Falsch, Scorpion. Das verheißt nichts Gutes. Hol Raiden. Entschuldigung. Die Feuergärten. Entschuldigung. Wieder. Die Shirai Ryu wurden wiederhergestellt. Warum bist du hier, Scorpion? Wo ist Großmeister Hasashi? Er ist tot. Und nun willst du uns erledigen. Ich verstehe dein Misstrauen, aber ich bin hier, um euch zu helfen. Das kann ich einfach nicht glauben. Was tut er hier? Wir sind keine Verbündeten. Du willst also helfen. Beweis es. Kämpf mit mir gegen den Zauberer. Das werde ich. Fujin? Raiden dachte, du wärst verloren, als die Zeitlinie brach. Aber du kämpfst für Shang Tsung? Wir haben wichtige Neuigkeiten für Raiden. Bitte, lasst uns durch. Das könnte ein Trick des Zaubers sein. Seine Anwesenheit wird die Feuergärten nicht entweihen. Ich kann nicht fassen, dass du zu Shang Tsung übergelaufen bist, Fujin. Wie konnte er dich nur so irre leiten? So, die erste Runde machen wir hier.
Junge, willst du mich komplett verarschen? Alter, wie ich das hasse. Ja, Kollege, was soll der Scheiß? So, ich mache hier trotzdem einen Cut, auch wenn wir jetzt in der 43. Minute sind. Ich weiß nicht, wie lange gleich die nächste Cutscene ist. Ich denke mal, das wird hier der letzte Fight sein, dieses Kapitels, bevor wir ins neue Kapitel gehen. Und ich muss einmal kurz meine Blase entleeren. Also bedanke mich an dieser Stelle fürs Zugucken. Und wir werden es an dieser Stelle gleich wiedersehen.